Gestern und heute in der Cornfordstraße. Vom Moselufer Richtung Altstadt ist diese Straße schon immer eine Lebensader. Hier war früher der Kornmarkt. Und ich stehe quasi hier vor dem Krämer Zunfthaus. Hier waren also die Mehlhändler. Und in der Mehlwaage wurde dann das Korn sortiert, abgepackt. Denn hier ganz in der Nähe war ja auch schon der Moselhafen, wo man dann die Waren verschifft hat. Ja, und hier lebten die Scherjer oder Schürger, die Hafenarbeiter mit ihren Familien. Die Häuser rochen nach Moder und waren feucht. Hochwasser kam oft. Der Steg wurde regelmäßig gebaut. Hier an der Ecke des Hauses ist eine Hochwassermarke angebracht, 1. Januar 1926. Und die ist doppelt so hoch, wie ich jetzt hier stehe. Und dann können Sie sich vorstellen, wie hoch hier immer das Wasser stand. Und deswegen waren hier die Wohnungen auch recht günstig. Die einfachen Menschen haben eben hier gewohnt, die Scherjer. Aber, das muss ich einfach noch erwähnen, diese Scherjer waren rechtschaffene, gute Menschen, fromme Menschen. Und da hat einer der Scherjer mitten im 16. Jahrhundert an der Mosel eine Madonna gefunden. Und dann haben sie gelernt, hat meine Großmutter, so hat die das ausgedrückt, da haben sie gelernt, haben sie gedruckend und angemalt. Und da ist sie feierlich hey an das Haus angebracht worden, was natürlich früher ein bisschen anders aussah. Und das war für die Altstädter ja was ganz Wunderbares. Sie hatten eine eigene Madonna neben der großen Himmelskönigin an der Liebfrauekirche. Heute finden wir nur noch eine Kopie, aber das ist eine andere Geschichte. Die Cornfordstraße geht bergauf Richtung Liebfrauenkirche und je höher, desto trockener. Im 19. Jahrhundert entstanden prächtige Bauten. Wie es hinter den Fenstern zuging und wie die Menschen im Alltag lebten, Marlies Weiß erinnert sich an ihre Mutter. Sie stand dort an einer großen Zinkbütte, da war kochend heiße Brühe drin und da war die Weißwäsche drin. So hat man früher gewaschen. Alle Fenster waren offen, weil es dampfte unendlich und Mutter hatte in dieser Zinkbütte ein Waschbrett. Und da wurde dann die kochend heiße Wäsche, Mama hat immer so einen langen Stiel gehabt, wie ein langer Kochlöffel, hat die dann über das Brett gelegt, hat eine Bürste genommen und hat dann die Wäsche geschrubbt, hat sie immer gesagt. Ja, es waren andere Zeiten. Das gilt auch für Haus Nummer 10, das Café International. Heute findet sich dort das Hotel Cornfort. Hotel Cornfort. Da muss ich immer schmunzeln. Da gab es jeden Sonntag einen Stammtisch von berühmten Koblenzern. Da war zum Beispiel unser ehemaliger Oberbürgermeister Willi Hörter auch dabei und urige Karnevalisten wie der Dommermutz Pitter und einige wichtige Herren der Stadtverwaltung. Und man sagt, die gingen dann zuerst oben in die Liebfrauekirche. Und die Oma hat immer gesagt, da haben sie dann erst ihr Sündegebet. Und dann sind sie hier runter und dann haben sie eine gehoben. Das Gestern und Heute, die Zerstörung durch den Krieg, ist überall wahrnehmbar. Im 17. Jahrhundert waren hier ein Gasthof, das Dreikönigshaus. Dann hat man diesen Namen später übernommen und dieser wunderschöne Erker ist dann später erst gebaut worden, ab 1701. Hat der Ratsherr Wilhelm Hauschild dieses Haus erstmalig so repräsentativ gebaut. Und für mich gibt es so ein bisschen ein Geschmäckle. Ich habe nämlich auch gelesen in einem alten Buch von Fritz Michel, dass die Stadt damals schlechte Finanzen hatte. Es stand ganz schlecht um die Stadtkasse. Und da hat sie angefangen, hier in dieser repräsentativen Cornfordstraße Häuser oder Gelände zu veräußern. Gekauft hat's der Ratsherr Wilhelm Hauschild. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. In der Cornfordstraße findet sich auch das älteste Koblenzer Steinhaus. Der Wohnturm wurde um 1490 vom Koblenzer Schöffen Konrad von Lengenfeld erbaut. Ursprünglich stand das Gebäude an der Stadtmauer.
2014 eröffnete hier ein Restaurant.